El es Bond, simplemente Bond. Labrador Retriever, Chan d'assistenza, l'eroe da Tania Zentrigen. Dopo 4 anni, sono due un team. Ed El es Emanuel Neidalax, Magister sein zu dida, per personas sein zu dida. Bond ist ein Chan d'assistenza. Sein Name al propida James Bond ist ka James Bond ist erell in Servetzen da Sia Majestà. Fein! Recca, recca. Il Chan conosce passa 30 senza auditivs. Per la donna paraplegica è un gran cudogn. Viel mehr Selbstständigkeit sie drin haben, vor jetzt eben die Wäsche, die er mir hilft, reinzutun, rauszunehmen. Habe ich vorher nicht mehr machen wegen der Schultern. Ich habe Hilfe gebraucht, alles müssen organisieren. Und so kann ich spontan das machen, wenn es fällig ist, wenn es im Tagesablauf hineinpasst. Und er nimmt mir das ab. Und so hat es viele Sachen, die er mir hilft und Selbstständigkeit gibt. Plus einen treuen Partner neben mir. Heißt das, dass du eigentlich auch allein leben kannst, dank dem Bund? Ja. Das ist auch so, ja. Bevor wir jetzt gehen, wenn wir unbedingt daran denken, Bond sein Futter mitzunehmen. Sonst hat er dann beim Apero keine Freude, wenn wir etwas haben und er nicht. Was kriegt er? Er kriegt das normale Futter. Das ist von der Schule. Seit der Schule hat er eigentlich das. Mhm. Das ist einfach Fleisch mit Getreide. Jetzt wäre ich dankbar, wenn man das hinten rein tun könnte. Einfach Reissverschluss dort drin. Das ist aber sonst schwieriger. Ja, sonst muss ich eben das mit dem Deckenlift machen. Und das ist ein bisschen tricky, dass ich den Rollstuhl dann genau so platziere, dass ich mit dem Deckenlift aufgehe. Mhm. Dann eigentlich so mich so um den Rollstuhl schwinge. Und je nachdem, wenn er zu weit weg ist, komme ich schon wieder nicht mehr dazu. Darum habe ich gedacht, ich frage jetzt dich. Wegen einem Futter hast du denn so eine Geschichte? Ja. Genau. Complice d'Oeira zampara da essere un patot. Dopo 18 anni, Tania avvisata sulla soccia di Rodas e dopo 4 anni sorvegna la sostegna da Bond, un chan d'assistenza della scuola da chans da guida da Dalschwil. Und der Bond, Tania, weiss genau, was du kannst und was du nicht kannst. Ja, das haben wir natürlich jetzt seit 4 Jahren, haben wir ja, 4,5 bald. Hat sich mit der Zeit dann eingespielt. Am Anfang ist er dann automatisch immer neben dran gestanden. Und mit der Zeit hat sich es dann so eingespielt, dass er weiss, okay, das kann ich allein, er kann dort bleiben. Und ist auch so, wenn ich Besuch habe, dann ist er mehr relaxed und nicht immer auf Standby. Dann weiss er, dass wir auch noch helfen könnten. Genau. Was? Pire? Brav. Crembo? Super! Ja, bravo! Chabont ha in seinem Mantellino ufficial e in Mission. L'ora sal ce l'ha da lavorar. Bravo! Hey! Brava! Essi! Brava! Tira, porta! Forte! Brava! Turic a scuola.
Otz is Heidi Stocker dalla partita Il Dida di Manuel Nai. Ella is dolmetschere da Sens. Tradue per noi apposta per la filmata la lingua da Sens da Manuel Nai in lingua di Scorida. Qui è sia stanza da scuola. Emanuel Nai è magister per una terza secondaria. Si è scolare e si è scolare snudoden, sco el ner. E per quai è l'ur lingua di istruzione la lingua del sens. Herr Nei, Sie können mit den Händen in den Hosentaschen unterrichten. Ja, das stimmt. Nein, ich brauche die Hände zum Unterrichten. Das sind ganz wichtige Instrumente für den Unterricht. Genau, also die Hände sind die, die ich brauche, um Wissen zu vermitteln. Ich rede nicht, ich tue Gebärden. Ich bin mit einer visuellen Sprache unterwegs. Ich tue das Wissen über Gebärdensprache vermitteln. Für ja, Jugendliche sind gehörlose Menschen natürlich ein wichtiges Vorbild. Magisters e magistres ci instruiscen in lingua de sens dai ebbe pacas o pax. Emanuel Nai e Sünde des. Für mich ist Unterrichten unglaublich wichtig, weil ich möchte gehörlosen Menschen Bildung geben. Ich möchte ihnen Zugang zum Wissen geben. Es ist so, dass viele Gehörlose, zum Beispiel wenn sie eine Sendung schauen, Fernsehen oder so, verstehen sie nicht, weil es nur wenig Untertitel gibt, wenig verdolmetschte Sendungen. Das heisst, sie haben viel weniger Zugang zu Bildung. Sie können ja nicht einfach Radio hören. Also es gibt da ganz viele Barrieren in der Gesellschaft für sie. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man ihnen so wie einen Kanal da öffnet, wo man ganz viel Wissen ihnen geben kann, wo sie aufsaugen und mitnehmen. Und man muss sich auch bewusst sein, dass 90% von allen gehörlosen Kindern hörende Eltern haben, die Gebärdensprache nicht beherrschen. Das heisst, dass die Kommunikation in der Familie natürlich schwierig ist und dementsprechend auch die Wissensvermittlung schwierig ist. Und ich habe das Gefühl, wir müssen da etwas aufholen in der Schule. Wir müssen ihnen ganz viel geben, was sie sonst nicht mitbekommen. Und ich bin natürlich hochmotiviert, ihnen das mitzugeben. Das hat man gesehen. Schatania Zentrigen va lavur ti la compagna ses Chanbont. Sco Chan in servezen al drets spezials, il Center Cantonal Sinergia. Posto? Brava. So. Resta. Bont? Tira, checke. Brava. Super. Bei mir ist vor allem links, wo mir hilft, weil ich rechts die Schulter kaputt habe und künstliches Gelenk habe. Darum hilft links unten raus und rechts mache ich es selber. Brava.
Impasto. Ihr redet Italienisch miteinander? Ja, weil Befehle sind auf Italienisch wegen der Unterscheidung der Befehle. Auf Italienisch können sie es besser unterscheiden wegen der Vokal. Anche im Büro fa bond passa e Tania lavora se 30% pro l'uffizi da costruzione nota. Hochbauamtgebündet habe ich das Entregen. Guten Morgen. Ich habe nur kurz noch eine Frage, weil sie geschrieben haben. Gut, dann schickt ihr die gerade. Das Geschäft ist eigentlich immer so brav, ja. Dann ist aber er eben schon zuerst mal müde. Der ist der einzige Hund im ganzen Haus? Ja, aktuell ist dann ja, weil es dürfen nur Assistenzhunde oder Blindenhunde, also Diensthunde. Fein! Attento. Bravo. Ma nel bond non arriva ad aiutare pro minci ostacoli. Das geht nicht, ist zu hoch. Wir müssen bei einem abgerundeten Fußgängerstreifen. Hey, wir müssen weiter. Die machen extra Stopp wegen uns. Una stribla iel gehen eine Donne ins Sobce di un Team der Kamera, qua ferma minciun. Ma per wieder marciapé, a Tania da dire mo in toc. Fein. Und? Piede? Bravo. Con comprar eint, bond, a lavur, a un permis special e da scegnir in bottia. Bravo. Wie machst du das, wenn du Sachen hast, die höher oben sind? Neu kann ich mit dem Elektrorollstuhl Höhe verstellen. Also dann kann ich es aufstellen und mag die oberen Sachen auch länger. Es gibt natürlich viel mehr Freiheit. Früher im Handrollstuhl, wo man halt immer unten ist, musste ich halt die Angestellten fragen. Bravo! Er hat gerne Rüebli. Ist fein! Und für mehr Zeit. Jotoric ist a fin il di da scuola della terza secondara ed er quel da Emanuel Nai. Cin già da slevna fa il magister sans udida il viadi tanto la scuola Turic e se sta a casa a Lax. Oz ti l'accompagna in a no. Herr Nai, was nehmen Sie für Umwelt jetzt wahr? Wie muss man sich das vorstellen? Also für mich ist es halt ruhig, oder? Weil ich es nicht höre. Also, aber ich habe ganz viele visuelle Eindrücke, den Verkehr. Aber ich kann ganz viele Sachen natürlich auch ausblenden, visuell. Also für mich ist es jetzt eigentlich ganz eine ruhige Situation. Ils apparatins, die Manuel porta, sono apparats d'udida. Uscea d'odlum pa sciusciuri e rumors, ma lingua di squarida nu dode Manuel. Sainz ils apparatins is a quietezza. Quietezza absoluta, sco ossa. Viaggiar col tren tocca pro seis minciadì de specialis un mattin da seis onts. Per regla is Emanuel Nein viadi su let. La traduttura da sens is pro din rar, oz per exempel per responder mies domandas. Sco quella per ce ce la es tu partir fin già con seis ons da casa. Warum sind sie denn in Chur in Chur? Oder in Graubünden? Das ist eine gute Frage, ja. Weil es keine Körlerschule gibt im Kanton Graubünden. Das heisst, da hat man geschaut, ja, geht man auf St. Gallen, auf Zürich oder auf Aarau. Die drei Schulen sind in Frage gekommen. Die Eltern können wählen. Also die Eltern, die in Graubünden wohnhaft sind, können wählen, wo sie wollen, die Kinder in die Schule schicken. Dann hat man Aarau gewählt. Und das heisst, von Anfang an, romanisch gibt es für Gehörlose nicht?
Ja, leider nicht, nein. Mhm. Also, obwohl, in meiner Familie wird romanisch geredet. Und sie haben sich dann mir zu lieb auf Deutsch umgestellt, weil in der gehörlosen Schule eben nicht romanisch geredet worden ist. Oder? Es gibt auch keine romanische Gebärdensprache leider. Und darum bin ich dann nachher quasi in eine Deutschschweizer Schule gegangen und habe Deutschschweizer Gebärdensprache gelernt. Il tren di scuorina dalla situazione politica dalla persona cinododen e quella non è sbe simple in Svizzera. Ja, das hat wirklich damit zu tun, dass Gebärdensprache in der Schweiz sehr lange unterdrückt worden ist. Der Gehörlos ist sehr spät auch bewusst worden, was für Rechte sie haben. Das ist so in den 80er, 85er Jahren eigentlich, wo das Bewusstsein erwacht ist. Und es hat natürlich Zeit auch gebraucht, dass man da auch die Auswirkungen spürt. Dann haben sie den Dolmetscherdienst angegeben, man hat mehr Zugang gehabt zu verschiedenen Dienstleistungen. Und ja, man muss einfach weiterhin kämpfen für seine Ziele und das braucht eine ganz starke Solidarität, eine ganz starke Gemeinschaft auch. Ich hoffe sehr, dass mehr Politiker nicht nur aufs Geld schauen, sondern auch wirklich schauen, was haben die Menschen für Bedürfnisse, empathisch sind und sehen, ich meine, gehörlose Menschen bezahlen ja voll Steuern und dass man ihnen auch dann voll den Zugang gibt zu dieser Gesellschaft. Guten Tag, Ol. Danke vielmals. Bis Fürstenwald gerne. Merci. Mit dem Bus von Chur, Region Chur und Agglomeration ist sehr spontan möglich. Da kann ich eine Rolle, das Handzeichen geben. Sie helfen, die Rampen raus und wieder rein tun. SBB, grössere Städte, eine Stunde vorher anmelden. Gibt Ortschaften 24 Stunden vorher anmelden. RHB ist auch 24 Stunden vorher anmelden. Also die grösste Spontanität habe ich einfach nur Umgebung, wo der Bus fährt. Und alles, was weiter ist, wird schwieriger? Wird schwieriger, ja. Warte. Ich komme noch raus, ja. Bravo. Attento. Danke vielmals. Schönen Tag noch. Und jetzt kommt Freizeit. Ja, jetzt kommt Freizeit. Jetzt müssen wir das Arbeitsgeschäft abmontieren und das Halsband anziehen. Und dann hat er frei und darf spielen und schnuppern und rumlaufen. Krembo? Ja, fein. Fein. Super. Super. Colare. Bravo. Grüezi miteinander. Grüezi miteinander. Ganz schön wieder da. Danke. So, lieber. Langsam. Kommt. Oh, ja, Aaron, bist du auch? Ja, hoi. Schönes Training, Ruben. Schönen Tag. Ebenfalls. Ade miteinander. Grüezi. Reste. So ist ja fein. So, lieber. Es gibt auch interessante Gespräche daraus aus. Und viele erkennen halt von der Plakette her, dass er ein Allschwilerhund ist. Dort gibt es Gespräche daraus. Und eben aus der Erfahrung heraus auch gibt es ja gute Gespräche. Also unter Hündler bist du auf Augenhöhe? Auf Augenhöhe, genau. Ist auch schön. Das ist sonst ja schon noch ein bisschen schwieriger, so das Leben im Sitzen. Also schwierig ist vielleicht das falsche Wort. Man wird einfach vielmals anders behandelt. Dann gibt es Leute, die einem mitleidig behandeln. Dann gibt es Leute, die einem von oben herab behandeln. Aber es gibt auch viele, die gleich Augenhöhe einem behandeln. Das gibt es schon auch. Aber es ist schon etwas anders. Hündler macht es keinen Unterschied, ob du hockst oder stehst. Feine. Elura, final meinst du l'aperitif. Lüms, Autos, Viers da dappertut, il Chan d'assistenza bont. Warte, bont. Nomen est omen. Warte. Ah. Resta souverän. Andiamo.
Brav. Brav. Posto? Brava. Brava. Pon. Gira, cerca. Brava. Gira. Brava. Dani, könntest du mir für den Bond fressen aus dem Rucksack nehmen? Ja, klar. Das war lieb. Dani ist eine Amie der Tanja. Ed un padrin da Bond. Dankeschön. Schatania Zentrigen stes, per exempel ihre l'Ospital, es Dani una da quelles personas, ci guardessen in tanta Bond. Hoi, Nina. Wie geht's? Gut, selber. Ja, bin ich da. Und dann kostet. Zu lang, zu lang. Ja. E vive su un team grandios Tanja e Bond. E l'unico che Tanja già vuggesse le liot in contatto con ella a er da ci far con Bond. L'unico che io mi wünsche wäre, wenn sie mit Hunden unterwegs sind, der Hund mit zum Bond lässt, wenn er das Arbeitsgestellte anhat, wo Assistenzhund draufsteht. Weil er ist ja dann im Einsatz und sollte nicht abgelenkt werden. Oder dass die Leute nicht einfach den Hund streicheln, ohne zu fragen. Einfach aufgrund der Ablenkung. Saira Sonja ist per Emanuel Nai. Ci desintan arriva a Cuera per tor la posta a Lax. Bist du überrascht? Ja, ja. Wir werden dann mit meinem Alltag begleiten. Ah ja. Wir haben heute in der Schule einen Besuch. Und schauen, was ich arbeite. Jetzt habe ich nach Hause. Und habe ich dich gesehen. Ah, dann muss ich irgendwann holen. Ah, cool. Er ist mein Neffe. Und jetzt reden Sie Lautsprache. Warum? Also ja, in meiner Familie bin ich mit der Lautsprache aufgewachsen. Wir kommunizieren alles in der Lautsprache. Und meine drei Schwestern, die haben ein sehr gutes Mundbild. Und so bin ich gewohnt zu sprechen und abzulesen. Und das ist der Sohn von meiner Schwester. Und wir sind dann auch so gewohnt, miteinander in der Lautsprache zu kommunizieren. Sie sagten vorher, wie Ihr mündlicher und Ihr Laut, also Ihr gebärdensprachlicher Ausdruck ist. Sie sagten vorher den Unterschied. Wie ist der Unterschied genau? Also bildhaft vorgestellt ist, die gebärdensprachliche Ausdruck ist für mich wie, wenn ich mit dem Schlittschuh auf dem Eisfeld fahren würde. In der Lautsprache ist mit einem Winterstiefel auf dem Eis laufe, bin ich nicht so schnell und elegant wie in der Gebärdensprache. Patrizia ist da Ghana in Udoda Nerella. Il Zufans da des Dus per Obain. E per quai discorna lingua da sens e lingua di scuarida da Ghana alla Svizzera e da Lax. Il Znais sin kleen, quai a Svezza, ma coisa con la liota intuarnes, quais ci dodan, vaginas e vagins? Jo,
Wir haben natürlich einige Nachbarn und das sind wirklich ganz tolle Leute. Die interessieren sich sehr für Gebärdensprache, haben sie auch schon angefangen zu lernen. Und ich habe sogar früher für den Frauenverein von Laax einen Gebärdensprachkurs gegeben. Also ich durfte unterrichten und ich hatte sehr Freude an diesem Interesse. Und dann kam leider Corona, dann habe ich es online gemacht. Und jetzt im Moment ist es ein bisschen ruhiger. Aber die Leute sind dran, sind interessiert. Und zum Beispiel, wenn sie uns sehen, dann können sie «Guten Morgen», «Guten Abend», «Hallo» und so weiter sagen. Das ist sehr positiv, finde ich. Sie versuchen, mit uns zu kommunizieren. Dann gibt es zwei Nachbarn, also Frauen, die sehr gut kommunizieren können mit uns. Da muss man nicht einmal übersetzen. Auch mit der Patrizia können sie gut sich austauschen. Es ist eine sehr schöne Geste, dass sie sich ja, versuchen, uns auch anzupassen. Es ist nicht eine Integration, sondern es ist wirklich eine Inklusion, muss ich sagen. Es ist sehr schön, die Kommunikation, die da stattfindet. Gulznais a China finiscono questi contrasti, questi in vista il minciadì di persone con impedimento. Questo film fa però parte di una serie, la serie «Mia vita, mes minciadì». Per quella vanno potuto accompagnare a 5 persone in tutto. Il minciadì da Zilgia Noclà a scuola e sent. Sittina? Quel da Pascal Leinenbach a Samede Nemalogia e quel da Matteo De Pedrini a San Galla, quel c'è taiva zun rtr.ch. Thank you.